Es ist endlich soweit. Der erste Spieltag der zweiten Bundesliga steht an. Es geht gleich los mit der Prognose. Vorab möchte ich nochmal sagen, es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mittippen würdet, wie ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht. Am Freitagabend geht's dann ja los. Ansonsten, auch das sei immer dazu gesagt, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Das heißt, wenn mal Sprachfehler oder so dazwischen sind, dann nehmt mir das nicht zu übel. Das liegt eben daran, dass ich nicht ausgebildet bin oder so etwas in der Art, sondern das Ganze nur hobbymäßig mache. Ich will mich gar nicht mehr länger rechtfertigen. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Holstein Kiel zu Gast beim HSV. Und morgen, ja, kommen noch einige Prognosen dazu. Los geht's. Es beginnt eine neue Zeitrechnung für den Hamburger Sportverein genau an diesem Abend, in diesem Moment. Zweitliga-Fußball in Hamburg ist man zwar gewohnt, aber eher in anderen Regionen. Nicht in Stellingen, nicht im Volkspark. Aber hier und heute ist Kiel zu Gast. Es ist zweite Liga und der Alltag sollte vom Hamburger Sportverein so auch angenommen werden. Es ist noch nicht Alltag, den Hamburger SV in der zweiten Liga zu sehen. Sie haben viele Neuzugänge, von denen aber einige sicherlich schon das ein oder andere Spiel auch in der zweiten Liga absolviert haben. Holstein Kiel hat einige Abgänge zu beklagen. Ganz wichtig unter anderem Dux, aber auch in der Innenverteidigung Chichos mussten sie abdrücken. Der Hamburger SV steht aber auch ganz neu da, in neuem Lichte. Sie mussten in der Innenverteidigung kreativ werden, insbesondere Papadopoulos und Jung, beide verletzt, so sieht es aus. Jairo ist neu dabei, vorne Jan Fiete ab, der ein Zeichen gesetzt hat in der Spitze. Naray neu dabei, rechte Verteidigungsposition. Und Moritz in der Innenverteidigung, der ja normalerweise eher auf der 6 zu finden ist. Schauen wir auf die 11 von Kiel. Hauke Wahl, Neuzugang, ist dazu verpflichtet oder zumindest dazu angehalten, Chichos Abgang zu verkraften. Girt von Meppen neu gekommen. Guter Torjäger, soll für die Tore sorgen, um Dux vergessen zu lassen. Ebenfalls neu Honsang im linken Mittelfeld. Ein Neuzugang bei den Kieler Störchen. Kiel wird anstoßen. Die Gäste in den roten Trikots von rechts nach links in der ersten Halbzeit, also in erster Instanz, spielen sie auf ihre Gästefans, die in der Ecke sitzen, zu ihrer Rechten. Und dann der HSV in den roten Hosen und den weißen Trikots. Es ist also soweit. Der HSV, wie gesagt, wir wollen es nicht größer machen, als es ist, aber in der zweiten Liga müssen sie auch erstmal beweisen, dass sie etwas können. Und das ist erstmal ein dickes Ausrufezeichen. Nach 3 Minuten sieht Mühling hier die gelbe Karte für das Zupfen an Aaron Hunt. Deutlich zu übertrieben aus meiner Sicht. Also mit etwas mehr Fingerspitzengefühl kann man zu diesem Zeitpunkt noch davon absehen, dafür eine gelbe Karte zu sehen, wenn es überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt eine gelbe Karte sein sollte. Es war nicht sonderlich taktisch, es waren noch genügend Spieler bei den Kielern hinterm Ball, aber okay, gelbe Karte für Mühling, der muss jetzt eventuell aufpassen. Das ist Gürt und Holstein Kiel scheint hier sich nicht zu verbarrikadieren und nach vorne zu spielen. Wunderbarer Ball von Hornsang, das ist Leverenz mit der Flanke und dann möglicherweise die erste Chance. Nein, Moritz klärt das sehr artistisch aus der Gefahrenzone. Und jetzt eventuell die Kontermöglichkeit für den HSV. Kiel ist nur zu viert bzw. zu fünft hinten und das spielen sie jetzt ganz gut. Jan Fiete ab. Jan Johannes Vandenberg klärt den Ball erstmal. Exertaner macht das ganz überlegt, ganz souverän. Weit vom eigenen Tor weg. Naray bringt den Ball per Einwurf wieder rein. Es ist auch für Kiel eine besondere neue Zeitrechnung. Markus Anfang ist ja jetzt neuer Trainer beim 1. FC Köln. Wir schauen erstmal auf die Möglichkeit. Jairo Samperio mit dem ersten guten Torschuss für den HSV testet Kronholm. Der macht das aber ohne Probleme. Hält den Ball fest. Ja, Tim Walter von Bayern München 2 gekommen, ist neuer Cheftrainer bei Holstein Kiel. Markus Anfang wurde ja schon während der letzten Saison immer wieder umrissen bzw. umworben von Köln unter anderem. Da ist er ja jetzt auch. Jetzt kommt Kiel. Naray macht das aber erstmal ohne Probleme. Und ja, die Frage ist, wie kann Walters diese Mannschaft einstimmen? Wird sicherlich nicht einfach. Ebenfalls auch, weil Drexler fehlt. Das ist ja nicht einfach so zu verkraften. Das waren schon Schlüsselspieler. Stand jetzt machen sie es aber einigermaßen vernünftig. Erst eine Chance zugelassen von Samperio, die auch nicht sonderlich gefährlich geworden ist. Knapp 20 Minuten jetzt
von der Uhr. Der HSV tut sich etwas schwer, aber ist weitestgehend hinten solide. Und das ist auch erstmal die Grundlage für ein gutes Spiel in der zweiten Liga, wo es häufig nur über eine gute Defensive funktioniert. Aber irgendwann müssen die Dinger auch nach vorne kommen und man ist hier der Favorit. Man möchte hier gewinnen, man muss hier eigentlich gewinnen. Das ist klar zum Auftakt, um gleich klar zu machen, wir wollen aufsteigen. Was ja auch der Anspruch rund um die Elf von Christian Titz ist. Aber jetzt so ein katastrophaler Fehlpass, der könnte relativ schmerzhaft werden, wenn es jetzt schnell geht. Jairo Samperio legt den Ball aber erstmal wieder zurück. Matti Steinmann, der neue Sechser, hatte das ja schon in der ersten Bundesliga immer mal wieder gespielt. Und der Titz ist jetzt hier auch von Beginn an dabei. Tatsu Ito. Nächste Möglichkeit für den HSV. Aber deutlich zu ungefährlich. Der verrutscht ihm aber ganz kläglich. Wird er auch von Wahl noch behindert unter anderem und dementsprechend keine größere Gefahr. Aber der HSV scheint jetzt mehr nach vorne zu spielen und auf das 1:0 zu drücken. Jan Fiete ab, super Direktabnahme, wäre wohl vorbeigegangen, wenn man das hier so sieht. Kronholm geht auf Nummer sicher, klärt den Ball zur Ecke. War in der letzten Saison ein sicherer Rückhalt. Wichtig, dass man zumindest ihn halten konnte. Auch eine Stimme der Mannschaft. Eckball jetzt für den HSV von der linken Seite. Und der wird eventuell gefährlich, wenn da Moritz drankommt. Da ist er auch. Sah erst so aus, als würde vor Moritz keiner mehr rankommen. Dann ist Arp da mit dem Scheitel dran. Dann fällt Moritz eben der Ball vor die Füße. Der versucht es per Dropkick, Volley, Direktabnahme. Aber haut den Ball dann knapp einen Meter über den Kasten. Das war jetzt wirklich eine bislang sehr gute Phase des HSV. Die beste vielleicht in den letzten 5, 6 Minuten mit den paar Möglichkeiten. Drei waren es ja an der Zahl. Und Kiel muss aufpassen, dass ihnen hier die Partie nicht komplett aus den Händen gleitet. Sie kommen jetzt aber auch mal nach vorne. Mühling, der in der dritten Minute bereits Geld gesehen hat mit dieser Flanke. Aber der HSV löst das ganz locker. Pollersbeck ja einen Keeper, der auch dazu in der Lage ist, dazu imstande ist, ein Spiel aufzuziehen mit seinen fußballerischen Techniken, die er durchaus besitzt. 34. Spielminute. Kiel macht das Spiel gerade ein bisschen ruhig. Der HSV steht erstmal gut und sortiert und will hier keine vorschnellen Angriffe tätigen. Steinmann funkt jetzt aber dazwischen und eventuell, wenn schnell gehen würde, hätte eine Kontermöglichkeit rausspringen können. Aber so sieht es erstmal nicht aus jetzt. Aber trotzdem über Umstände der Ball zu ab. Holtby auf Samperio, steht aber im Abseits. Und da schauen wir nochmal drauf. Ja, Kin Zombie bleibt stehen und dementsprechend läuft Samperio in die Falle hinein. Es ist eine durchaus interessante Partie. Man wartet bei Holstein Kiel noch so auf die erste wirkliche Möglichkeit. Sie wollen erstmal stabil stehen. Das ist ja das Wichtigste, was sie auch machen können. Von vielen werden sie als Absteiger Nummer 1 gehandelt, wie das halt so ist, wenn man in der Relegation zum Aufstieg scheitert. Gegen Wolfsburg war das ja durchaus bitter, durchaus ärgerlich, auch durchaus möglich gewesen in diesem Spiel oder in diesen beiden Spielen das Ganze zu reißen. Sie haben es nicht geschafft und dementsprechend wissen sie, dass sie gewarnt sein sollten, in diesem Jahr stabil einfach eine Saison zu spielen. Hermann ist dazwischen, Ito kommt nicht an den Ball und Kronholm pölt den Ball erstmal weit raus. Dominik Peitz auf Gürt. Und der kann den Ball erstmal behaupten. Mühling auf Hermann. Das sind immer wieder diese Querpässe. Kommt aber hier gut an von Hermann auf Honsack. Mühling wieder. Momentan Dreh- und Angelpunkt bei Kiel. Und da kommt dann nochmal Honsack. Legt den Ball zurück. Dominik Peitz legt ab. Aber die Möglichkeit ist zwar da, aber deutlich zu harmlos. Pollersbeck begräbt den Ball unter sich ohne große Probleme dabei zu haben. Die erste Halbzeit ist fast zu Ende. Kommen Sie nochmal zu einer Möglichkeit. Es schaut danach aus. Jairo Samperio mit der Flanke. Die ist aber unüberlegt. Ab kann sie nicht kontrollieren. Und dann war es das. HSV und Kiel. Es steht zur Pause 0:0. Die ersten 45 Minuten des alten Liga-Dinos sind überstanden. Es ist eine sehr stabile Defensive bislang. Es hätte schon ein Treffer fallen können. Schauen wir in den zweiten 45 Minuten doch nochmal drauf, ob sich da noch was ändern kann. Ich bin mir ziemlich sicher. Nach
Noch keine Tore bis zur Pause. Ich mache einmal ganz kurz Werbung. In den kommenden Tagen werden noch einige Prognosen zur zweiten und dritten Liga auf euch zukommen. Zwei Konferenzen sind dabei. Ansonsten, wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Da fallen auch Tore. Versprochen. Zurück im Volkspark, zurück auf dem Rasen. Es gab einen Wechsel beim Hamburger Sportverein. Pierre-Michel Lasogga ist jetzt mit dabei. Steinmann wurde rausgenommen. Dementsprechend eine etwas offensivere Taktik jetzt. Fiete ab auf Jairo. Und da ist direkt Lasogga. Was für ein Einstand. Pierre-Michel Lasogga, dass der überhaupt nochmal für den HSV spielen würde, war ja lange unklar. Und jetzt macht er das erste Zweitligator aller Zeiten für den HSV. Hatte bei Hertha BSC damals bewiesen. In der zweiten Liga ist er überragend. Da ist er klasse, da ist er überdurchschnittlich. Jetzt hält er den Fuß hier hin. Hat Glück, dass der Ball vom Pfosten über die Linie geht. Kronholm aus der Distanz. Ohne Chance. Samperio liegt vor, der Neuzugang. Und der letzte Saison noch ausgeliehene Lasogga macht den Ball rein. Der HSV führt mit 1:0, ein Paukenschlag direkt nach dem Seitenwechsel. Und jetzt hat Holstein Kiel eine größere Aufgabe zu bewältigen. Jetzt müssen sie einen Treffer machen, jetzt müssen sie mehr nach vorne tun. Das war im ersten Durchgang schon relativ wenig. Hatten erstmal eine stabile Defensive zu bieten, aber mehr nach vorne ging dann eben nicht. Bis auf einen Schuss in der 45. Minute, der aber harmlos war. Und der HSV jetzt durchaus selbstbewusst spielt weiter nach vorne. Das sollten sie auch tun. Ein 1:0 ist extrem tückisch und unsicher. Und da kommt Aaron Hunt. Fast der Doppelschlag. Super Schuss von Hunt mit rechts. Kann er tatsächlich auch. Aber Kronholm reagiert. Wechsel bei Kiel. Honsa geht. Hat eine vernünftige Partie gemacht. Den ein oder anderen sicheren Ball gespielt. Aber Janzer soll jetzt nochmal neuen frischen Wind reinbringen. Diese Ecke aber erstmal missglückt. Und hier ist er direkt. Janzer, Neuzugang. Honsack spielte ja, wie gesagt, über die linke Mittelfeldposition. Das sieht bei Janzer jetzt etwas offensiver noch aus. Das ist Leverenz, Steven Leverenz von Hermann bedient. Aber die Abseitsfahne ging hoch. Gute Perspektive hier sehen wir auch. Alles richtig gesehen. 2-3 Meter steht er da im verbotenen Raum. Dementsprechend alles gut, alles richtig entschieden. Van Drongelen, der Innenverteidiger, muss jetzt hier so ein bisschen eine Führungsposition übernehmen, da er ja der einzige nominelle Innenverteidiger ist, der momentan spielfähig ist von Stefan Ambrosius, mal abgesehen. Aber da ist Van Drongelen noch etwas routinierter, hat das bislang ganz gut im Griff. Janzer jetzt, der Eingewechselte, aber Moritz ist dazwischen, macht einen guten Job mit Naraya. Die beiden Neuzugänge mit viel Zweitliga-Erfahrung machen das ganz gut auf der rechten Verteidigungsposition. Jan Fiete Ab noch etwas farblos an diesem Freitagabend, hat das 1:0 eingeleitet, aber ansonsten selber kommt er noch nicht so gut zur Geltung. Die Lorbeeren trägt momentan eben Pierre-Michel Lasogga. Hier ist er wieder, gute Drehung, relativ wendig, das hat er zu selten gezeigt in seiner Vergangenheit beim HSV, aber wie gesagt, in der zweiten Liga ist er überdurchschnittlich begabt. Nächster Wechsel in der Partie, Bakariata kommt für Tatsu Ito, der auch weitestgehend unauffällig gespielt hat, ein Torschuss in der ersten Halbzeit hatte, der aber weit vorbeiging. 25 Minuten bekommt Jatta jetzt nochmal Zeit, sich zu beweisen. Holtby auf Jan Fiete ab, das war jetzt ein sehr guter Ball auf die Außen, Jairo Samperio, sehr auffällig. Kronholm erstmal dazwischen, aber weiter HSV im Ballbesitz. Hand auf Ab. Samperio versucht abzuziehen. Da ist dann auch der Abschluss. Der kommt sogar zustande. Tolle Parade von Kronholm, der rechtzeitig unten ist. Wieder Wechsel jetzt. Hand geht. Kind Zombie geht. Dafür neu in der Partie. Jan Jicic auf Seiten des Hamburger Sportverein. Bei Holstein Kiel neu in der Partie. Karazor. Die Ecken müssen die Hamburger sicherlich noch verbessern, auch in dieser Situation. Das war wieder zu wenig, die Flanke jetzt von Douglas Santos, aber auch deutlich zu harmlos. Kronholm kann den Ball jetzt nach vorne spielen, aber Moritz ist dazwischen. Der macht wirklich eine tolle Partie in seinem ersten Auftritt
mit der Raute auf der Brust. Kiel muss jetzt noch was bringen. 20 Minuten knapp stehen noch auf der Uhr und Dominik Peitz versucht das hier anzutreiben. Janzer ist das. Janzer von Moritz wiedergestellt. Janzer. Und dann ist es der Ballverlust letztendlich, der dazu führt, dass es nicht zu einer Chance kommt. Da muss man vielleicht dann auch einfach mal abziehen. Aber eben schwer dann zu bewerkstelligen, wenn man da von zwei Spielern bearbeitet wird. Aber Kiel drückt jetzt nochmal nach vorne. Sie versuchen es. Hermann über die rechte Seite bringt auch die Flanke rein, aber aufs Dach des Tores vom HSV zu harmlos. Wir schauen hier nochmal auf die Möglichkeit. Auf der anderen Seite war es ja Kenneth Kronholm, der hier die Entscheidung vertagte. Viertelstunde knapp auf der Uhr. Pollersbeck hat alle Zeit der Welt. Bestenfalls sollten sie aber noch das zweite erzielen, denn das wäre dann vermutlich die Vorentscheidung oder die Entscheidung, da Kiel nicht dazu in der Lage scheint, zwei Dinger zu machen. Für eins sind sie ja sicherlich immer gut. Hauke Wahl macht eigentlich einen guten Job. Jetzt sieht er nicht gut aus gegen Samperio auf dem zweiten Pfosten. Steht Jatta aber etwas überhastet, schließt er da ab. Letzter Wechsel bei Kiel, Vandenberg geht, Miguel Fernandes. Etwas offensiverer Wechsel kommt rein in die Partie. Ehemals Hamburger Jung, in Hamburg geboren. War jetzt ausgeliehen an Reden und soll eventuell nochmal für einen Impuls sorgen. Das müssen sie jetzt auch. 10 Minuten sind noch zu spielen und langsam wird die Zeit eben auch knapp für die Kieler Störche, die sich hier vernünftig schlagen, aber zuvor sichtig sind im Spiel nach vorne. Langsam müssten sie mal kommen zu einer wirklich guten Möglichkeit. Da haperte es in dieser Partie eigentlich von Anfang bis Ende. Natürlich sind sie hier der Außenseiter. Natürlich sind sie hier nicht dazu unbedingt verpflichtet, einen wunderbaren Fußball aufzuziehen. Insbesondere unter den ganzen Abgängen ist das hier zu verstehen. Aber so ein bisschen mehr nach vorne würde man sich dann doch wünschen. Und so wird es dann nichts gegen den Hamburger SV. Wir schauen nochmal 5 Minuten vor dem Ende auf den Treffer. Lasogga an den Innenpfosten und von da ging der Ball dann rein. Moritz wird das machen, den Ball relativ weit nach vorne spielen, so wie es aussieht. Und das macht er auch, lupft den Ball rein auf Jan Fiete ab, auf Luis Holtby, auf Lasogga. Lasogga! Fast die Entscheidung, 86. Spielminute, da versucht er es einfach mal aus knapp 18 Metern. Aber der Ball geht noch links vorbei, gute Möglichkeit. Und das wieder ein Zeichen, dass die Hamburger wohl etwas heißer sind, etwas cleverere sind. Das war kein wirklich guter Freistoß, der da gelupft wird ins Halbfeld. Da steht dann im Mitspieler, der liegt einmal rüber, dann ist Lasogga relativ frei und haut dann rauf, aber die Körner werden natürlich auch weniger. Jan Fiete ab nochmal mit der Möglichkeit, aber in die Arme von Kronholm. Jetzt nur noch lange Bälle, aber der HSV macht das gut, hält den Ball vom eigenen Tor fern. Jan Fiete ab, Jan Jitschitz, Lasogga völlig frei und jetzt macht das. 89. Spielminute, der Hamburger SV gewinnt sein erstes Spiel in der zweiten Bundesliga. 89. Minute, Pierre-Michel Lasogga macht den Deckel drauf und schießt seinen neuen alten Club zum Sieg. Keine Chance für Kronholm, eine viel zu einfache Drehung, Wahl ist dann aus dem Spiel und dann macht das natürlich auch super, haut den Ball links rein mit voller Wucht, die Schusstechnik hat er und die Ruhe scheint er auch zu haben. Zur Pause gekommen, zwei Treffer markiert. Hut ab, Pierre-Michel Lasogga entscheidet diese Partie nahezu im Handumdrehen alleine. Aber okay, da gehört auch immer ein bisschen noch was dazu. Und dementsprechend kann man dem HSV diese Partie hoch anrechnen. Es war nicht einfach, die Vorzeichen standen auf Sieg. Man muss hier gewinnen, natürlich. Das taten sie, das tun sie zumindest, wenn hier kein Wunder mehr geschieht und dementsprechend ziehen sie dann erstmal die ersten 3 Punkte ein. Holstein Kiel muss sich fragen, warum sie nicht ein bisschen mehr noch gewagt haben. Aber wie gesagt, da fehlen einige Leistungsträger bzw. die in der letzten Saison noch da waren, abgegeben werden mussten und die werden schmerzlichst vermisst. Der Hamburger SV gewinnt das erste Spiel in der zweiten Bundesliga mit 2:0
zum Auftakt der Saison 2018-2019. Wir schauen nochmal auf die beiden Tore. Lasogga hat beide markiert. Hier den Innenpfosten getroffen. Von da tropfte der Ball dann rein. Und hier das 2:0. Eben kurz vor Schluss die Entscheidung. Das war's. Auftakt nach Maß für den HSV. Wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, in den Kommentaren geht's weiter mit Fußball. Viel Spaß dabei und ciao. Jo, das war die Prognose zum Auftaktspiel der zweiten Liga. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und oder einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht. In den kommenden Tagen wird einiges auf euch zukommen, was Prognosen angeht. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video morgen und dann, ja, ciao.